السلام عليكم مرحبا بكم، ان شاء الله انتم مزيان وبخير. اليوم انا في السوبر ماركت وانا بخير، شفت ياكم ان شاء الله. Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Inshallah geht es euch allen gut. Ich wollte euch heute meinen Einkauf zeigen. Teilweise habe ich jetzt schon für Ramadan eingekauft. Und ja, schaut zu, was ich hier eingekauft habe. Hanakin, Hummus, Kibira, Luz, Pistas, Kulchi, Kakao, Shihaja, Schwier. Also Nüsse und sowas ist sehr wichtig für Ramadan. Und diese Kichererbsen habe ich geholt, weil das sehr schnell geht zu kochen, weil die ja schon eingeweicht sind. Und hat die Hummus Dreher. Und hat ja kein Dra. Und schwer Schrewa Macaroni, Pellros. Also kleine Reisnudeln habe ich hier noch. Und Mais. Hat ja kein Beda Msloka. Ja, gekochte Eier sind auch gut. Aber die werden wir jetzt essen natürlich. Ja, bis Ramadan hält das wahrscheinlich nicht. Und die werde ich aber auch in Ramadan nochmal holen, weil das halt sehr sättigend ist und Kraft gibt. Hier habe ich noch Kakao geholt in Schokolade und Vanille. Hier kein Halib Schokolade und Vanille. Und hadi Hut und hadi Farbe. Hier kein Juice. Und dabei eine die Flusser und Blätter schwer. Und hier säftlich Autani Flusser Dialy. Und hier kein Hut. Also ihr seht ja, da ist viele Fischsorten. Und dieses von Nordsee, das ist zum gratis probieren zurzeit. Und ja, das ist so eine Aktion. Jetzt muss man das bezahlen, dann den Kassenbon hochladen und dann später nach 2-3 Wochen kriegt man dieses Geld dann wieder zurück, nachdem man das getestet hat. Oh, Halal Soset Chops. Ja, also das ist Brot von Wurst fürs Brot und das ist Halal. Hier gibt es Kohlrabi, Hedi Pell Lift, Allahu Alam Smithada. Oh, na, schwer Beet, kein Zabib. Rosin ist auch immer gesund. Und hier ist Salz. Milha Benefsaji. Haya kein Chia, Jush. Oh, ana dir Bzef Chia. Oh, ana Jib Bzef Chia. Oh, Dreri Nekul Dreher. Femtili, ana Jib Sta Chia. Oh, Dreri Nekul Bzef Hedi. Also ich habe 6 Gurken geholt gehabt, aber meine Kinder haben so schnell die gegessen. Die hatten echt sehr Hunger. Und hinten gibt es Bananensaft und ich habe auch Kirschsaft geholt, damit wir Kiba machen können. Hanna kein Maus Aser und kein Heppelmuck Aser und Anna dir Juschkum und Pell Cocktail. Und Hanna kein Lubia und Tuma. Hat die Lubia Type Dreher Femtini und Hadi Zwina Ramadan und Safi Nishi Blät Schwier und Type Hadi Zwina. Also diese Dosenkonserven sind echt sehr gut für Ramadan geeignet, weil es nicht so viel Zeit kostet, das dann zu kochen. Ja, und hier gibt es natürlich Milch, jede Menge. Wir nehmen immer 3,8% Milch. Hadi Haliba und Hadi Zwena, Bzef, Ladida. Und ja, also die Bärenmarke ist ja immer sehr beliebt und ja, die schmeckt immer. Und was habe ich euch vorhin gezeigt noch? Achso, nochmal die Nudeln, die Reisnudeln. Ja, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber ja, die sind auch immer lecker zum Salat oder mal in einer Suppe oder so. Hier, Hanakin, Maus. Also Bananen, die sind schon ein bisschen angedetscht worden, ja. Und Hadi Pell Melochia. La, nicht Melochia. Mekoda? Ja, also das ist Grünkohl, das ist auch gut für ein marokkanisches Rezept. Hanakin Brokkoli, Jush und Wild Nekul Hadi Bzef. Haya kein Klech. Wassermelone, kleine Wassermelone, die gab es jetzt im Angebot. Ja, Wassermelone ist auf jeden Fall auch sehr wichtig im Ramadan, weil das halt ja viel Flüssigkeit gibt und Tomaten und Trauben und alles. Das ist sehr viel Wassergehalt bei diesen Obst
Und das steckt dann natürlich noch dazu, wenn man nicht so viel trinken kann. Oh, Hanakin, Matisha, Fromage, Tuffe, Danone mehr Schokolade, wo hat die Asser, Habelmuck, Schufkebsef, Oana, Hissedi, Medreri, Kletat, Treri, oh, Anna, Seha, Anna Patala. Also ich habe das alles zu Fuß getragen, die Sachen. Hier haben wir nochmal Fisch mit Rosmarin, Hayakin, Matesha, Hadi Hollandaise, Allah Halam, Smitata, Hanakin, Lilham, Halal. Anna Jeep Hadi, Kulchi, Lilham, Supermarkt Almania. Also diese ganzen Sachen habe ich jetzt von Rewe geholt. Da gibt es sehr viele Halal-Produkte. Ich habe das jetzt alles extra für den Tiefkühl geholt, weil das auch schnell geht. Das ist schon fertig. Dieses Fleisch schon fertig geformt und sowas. Und das ist sehr wichtig im Ramadan, dass das halt sehr schnell geht auch. Und zwar ist noch ein Monat hin bis Ramadan, aber sowas hole ich dann meistens zu Ramadan, ja. Oh, Hadi, Ken, Jash, oh, Locha, Lilham, Haya, Ken, Fromage, oh, Hadi, Soset, Hadi, Autani, Halal, Hadi, Kulchi, Alemania, Hanut, oh, Hadi, Zwina, Bzef, Jek, oh, Haya, Ken, Jash, Pell, Nuggets, oh, ja, Hadi, Zwina. Also, ihr seht, es gibt sehr viel Auswahl an Halal-Produkten in Rewe. Ja, und das ist jetzt der ganze Einkauf gewesen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr so Einkäufe sehen wollt und mehr Sachen, was ich im Ramadan zubereite, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und dabei natürlich Frigo, Hadil Ham, und Safiana, Schufe, Studie, Jek, Kimsef, Ham, Deba, und Hut, Jek. Oh, Sophie. Oh, Anna Pried, Lilham, Hanout Makrebia. Oh, Hadi Schwier, Beda, Femtini. Jek, oh, Dabba, Anna Sir, Hanout Albania. Oh, Sophie. Jib Hadi. Also, normalerweise will ich, voll marokkanische Geschäft holen. Die frische Fleisch und so, aber ja, das ist ein bisschen weit von unserem Haus, deswegen habe ich jetzt einfach nur Tiefkühl geholt, das geht ja auch schnell. Ja, inshallah hat euch das Video gefallen, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, tschüss, Assalamu alaikum, tala fraskum, Salama, und khali ein Like schwer, wacha, inshallah, tala fraskum, Salama.